Ich bin's mal wieder, eure Leseratte. Ich weiß, ihr mögt eher ganz viel Blut, Mord und Totschlag, aber nein, heute habe ich mal wieder was fürs Herz. Jessica Thompson, eindeutig Liebe. Ja, eindeutig Liebe ist es ja nicht unbedingt von Anfang an, wobei die beiden, Sienna und Nick, begegnen sich eines Tages im Zug. Sie tauschen einen Blick und die Funken sprühen nur so zwischen den beiden. Natürlich kommt es dann zu einer zweiten Begegnung, zu weiteren Verabredungen und im Laufe der Zeit lernen beide sich immer besser kennen, immer mehr vertrauen. Es werden verborgene Geheimnisse ausgegraben, aber es gelingt beiden einfach nicht, über ihre Gefühle zu sprechen und so werden sie nicht mehr und nicht weniger als beste Freunde. Eines Tages möchte Sienna ihr ganzes Leben umkrempeln. Sie möchte mehr Sport treiben und so geht sie los und möchte einfach nur ein paar Joggingklamotten kaufen. Und in dieser Boutique oder in diesem Laden ist eine Verkäuferin, die ihr nahelegt, ein gewisses grünes Kleid mitzunehmen. Sie fleht sie förmlich an, dieses Geschenk anzunehmen, denn dieses grüne Kleid würde eines Tages noch eine wichtige Bedeutung in ihrem Leben haben. Und so kommt es dann auch. Das Buch ist wunderbar für alle geeignet, die den Film Harry und Sally mochten. Oder aber auch von Cecile Ahern für immer vielleicht. Also eine Autorin, die wirklich sehr flüssig, herzergreifend, schmalzig, aber schön schmalzig schreibt. Ein Muss für alle Romantiker und die, die es vielleicht werden wollen. Ich vergebe insgesamt diesen ganz, 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 ganz tollen Unterhaltungsliebesroman 5 Leseratten. Ja, gute Unterhaltung und bis zum nächsten Mal. Eure Leseratte. Tschüss!